The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Dieses Videoprojekt läuft zwischen mir und dem Herr Illig, den ihr wahrscheinlich alle relativ gut kennt. Ich kenne ihn erst seit kurzem, weil ich seit diesem Semester E-Shop-Design bei ihm als Wahlpflichtfach belege. Und da ihr mich noch nicht gut kennt, erzähle ich kurz ein bisschen was über mich. Also ich heiße Anja, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Reutlingen. Und wie gesagt, ich studiere Medienkonzeption hier an der Hochschule Furtwangen, mittlerweile schon im 7. Semester. Und wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift schon gesehen habt, ist unser heutiges Thema von diesem allerersten Video selbstbestimmtes Lernen. Und ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen was aus dem Video mitnehmen. Und ja, dann legen wir gleich los. Wie schon erwähnt, unser heutiges Thema ist selbstbestimmtes Lernen. Aber worum handelt es sich dabei eigentlich? Selbstbestimmtes Lernen bedeutet auch selbstbestimmtes Arbeiten, Planen und Organisieren. Aber da die meisten Erst- und Zweitsemester von einem Gymnasium, Berufskolleg oder aus der Ausbildung kommen, sind sie diesen Ablauf einfach noch nicht so wirklich gewohnt. Und damit die Studenten sich leichter da einfinden können, könnt ihr sie als Tutoren ganz aktiv dabei unterstützen. Ich habe jetzt auch hier eine Grafik für euch, wo ihr dann seht, wie ihr die Studenten unterstützen könnt. Und ich werde jetzt auch noch gleich Punkt für Punkt ein bisschen was dazu sagen. Der erste Punkt in dem Kreislauf, den wir gerade gesehen haben, heißt informieren. Informieren ist eigentlich ganz klar. Da liegt die Informationspflicht bei den Professoren. Die sollten in den Vorlesungen den Studenten alle nötigen Informationen und alles nötige Material geben, damit die Studenten die Übung einwandfrei und fehlerfrei bewältigen können. Da könnt ihr als Tutoren nur geringfügig etwas beisteuern, indem ihr die Studenten dazu anregt, Fragen direkt in der Vorlesung zu stellen und eben nicht zu warten, bis man zu Hause ist. Allerdings liegt auch ein bisschen die Pflicht natürlich bei den Studenten, dass sie in den Vorlesungen aufpassen, mitschreiben und natürlich auch Feedback geben. Der zweite Punkt in der Grafik heißt Planen. Beim Planen geht es darum, dass die Studenten sich langsam und Stück für Stück an die selbstbestimmte Planung herantasten. Zu Beginn machen die Professoren noch einige Vorgaben, bis wann zum Beispiel eine Übung abgegeben werden muss. Das fällt natürlich im Laufe der Semester einfach weg, da die Professoren und die Hochschule dafür einfach nicht mehr zuständig sind. Damit die Studenten einfach auch lernen, selbstbestimmt zu planen und sich zu organisieren, könnt ihr in den Tutorien ein bisschen dazu anregen, eben vorausschauend zu planen und nicht alles auf den letzten Drücker zu erledigen. Der nächste Punkt heißt Entscheidung. Und da seid ihr als Tutoren ganz aktiv gefragt. Denn bekanntlich führen viele Wege nach Rom und das beim Programmieren genauso. Die meisten Studenten wissen oder können noch nicht einschätzen, welche Lösungswege wirklich qualitativ gut und welche auch wirklich richtig sind. Und da könnt ihr euch in den Tutorien mit ihnen einfach zusammensetzen, die verschiedenen Lösungswege durchsprechen und ihnen die Gründe aufzeigen, welcher gut und welcher eben nicht so gut ist. Das sollte allerdings mit der Zeit auch abnehmen, damit die Studenten es einfach auch lernen, selbstständig zu machen. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt und das ist die Ausführung. Bei der Ausführung sind natürlich die Studenten gefragt, die Übungen richtig zu lösen. Aber als Tutoren könnt ihr sie hauptsächlich in der Fachkommunikation unterstützen. Das bedeutet, ihr regt einfach Gespräche zwischen den Studenten oder auch zwischen euch und den Studenten an, in denen die Fachbegriffe und die Fachsprache im richtigen Kontext verwendet wird. Denn die meisten Studenten können in den Klausuren dann richtig gut programmieren, aber wenn es darum geht, Sachen zu beschreiben oder Sachen zu erklären, hakt es einfach bei den meisten. Unser letzter Punkt heißt Kontrolle und Bewertung. Da geht es darum, dass die Messlatte für die Bewertung, aber auch das Know-how, welches für die Ausführung wichtig ist, besprochen wird. Ihr könnt also den Studenten in den Übungen Hinweise geben, worauf der Professor dann besonders Wert legt. Oder was ihr denkt, was wichtig ist bei der Ausführung der Übung. So, wir sind jetzt leider schon am Ende von diesem Video angekommen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, um eure Studenten, die vor allem im Grundstudium gerade stecken, beim selbstbestimmten Lernen und bei der Organisation und Planung und allem zu unterstützen.
Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, bis zum nächsten Video. Tschüss! The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...